Das Wort hat jetzt für die Fraktion der Grünen Frau Harms. Sehr geehrte Kollegen, sehr geehrter Herr Ratspräsident, ich glaube, es wäre wirklich wieder mal übertrieben, wenn wir sagen würden, wir erwarten von Ihrer Ratspräsidentschaft, dass Sie in allen diesen großen Themen, die angesprochen worden sind, insgesamt die Lösungen bringen. Wir sind inzwischen ja Krisen gewöhnt und wissen ziemlich gut, dass es in der Aufgabe von allen Akteuren auf der europäischen Ebene, in der Aufgabe aller dieser Akteure liegt, da Fortschritte zu erzielen. Sie sind in der Rolle des Honest Brokers. Und da glaube ich, dass in einer Frage wirklich Ihre Ratspräsidentschaft sehr wichtig sein wird, und zwar in der Frage, ob sich der Graben zwischen den Visegrad-Staaten und den anderen Staaten der Europäischen Union vertieft oder ob es über diesen Graben, der sich in den letzten Jahren aufgetan hat, ob es da Brücken gibt. Und ich meine, ich erinnere mich wahnsinnig gut an die 90er Jahre und den Enthusiasmus, mit dem Südosteuropa, Zentraleuropa in die Europäische Union gedrängt hat und mit der man ihnen auch begegnet ist. Und wenn man heute zum Beispiel in die Ukraine guckt, da haben wir gestern auch in der kleinen Runde drüber geredet, dann weiß man sehr gut, was Sie erreicht haben für Ihre Länder, was wir gemeinsam erreicht haben und was anderen Ländern im Osten dieses Kontinentes auf wirklich harte Art verwehrt wird. Ich glaube, dass man heute besser weiß als in den 90er Jahren, dass wir in der Union, eben in der Europäischen Union, den globalen Herausforderungen, seien das neue Aggressionen, sei das Krieg, seien das die Risiken und Unkalkulierbarkeiten der globalisierten Wirtschaft, sei es der Klimawandel oder 50 Millionen Menschen, die global auf der Flucht sind, wir können dem allen viel besser gemeinsam begegnen. Wir können das aber nur gemeinsam schaffen, wenn wir tatsächlich auch die Werte der Rechtsstaat, die Werte und auch die Rechtsstaatlichkeit, die Fundamente des europäischen demokratischen Systems sind, wenn wir die respektieren. Und ich war nicht immer sicher, ob das zum Beispiel bei Ihnen auch so wirklich in diese Richtung geht und ob da nicht Probleme in den Ländern in Osteuropa entstanden sind, deren wir nicht gewärtig genug sind. Alle haben hier gesagt, die Slowakei ist ein wunderbar funktionierendes Land auf eine Erfolgsgeschichte. Das haben wir bis vor kurzem auch immer über Polen gesagt. Aber es sind dann doch soziale Verwerfungen, die in eine politische Richtung diese Länder bringen, die unvereinbar in einigen Bereichen mit den europäischen Ideen scheint. Und ich habe das gestern gesagt, ich würde wirklich sehr gerne wissen, was die Probleme der Transformation sind. Warum sind die Wirtschaftsindikatoren für die Slowakei gut, aber die Unzufriedenheit mit der Europäischen Union so groß? Da stimmt doch was nicht. Und was ich wirklich sehr schlecht fände, das ist, wenn Unzufriedenheit, soziale Unzufriedenheit projiziert wird, immer nur auf die Europäische Union und wenn sich das dann auch in einer Politik der Slowakei gegen eine gute und solidarische Flüchtlingspolitik richtet. Ich finde, dass wenn da Schwäche da ist in der europäischen Politik, dass die auf keinen Fall umgesetzt werden darf in eine Politik, wo Schwache gegen Schwache geführt werden. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.